Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Im letzten Part waren wir in den Katakomben unterwegs und haben einen Custom Boss besiegt. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, gerne nochmal reinschauen. War ein interessanter Kampf, wenn auch ein bisschen merkwürdig. Aber schaut euch das am besten selber nochmal an, falls ihr das nicht gesehen habt. Ja, und ich würde sagen, wir reden jetzt mal mit dem Typen hier. Er ist irgendwie neu da und ist ein Geschichtenerzähler. Und wir quatschen mal kurz mit dem. So. Mumble, do you know, Mumble, that if you don't feel safe against an iron knuckle, you can hit him with bubon shoes? Bomben, wahrscheinlich, ne? Iron knuckle ist Eisenritter? Ich glaube ja. Oder bubon shoes sind ja Dingens, ne? Klar. Krabbelminen? Ah, okay, der gibt uns verschiedene Tipps. Mumble, do you know, Mumble, that you can defeat a like-like in one hit with a fire arrow? On the Razor Longsword, or the Laser, the Laser. The Razor Longsword. Okay, der gibt uns Tipps. Was ist denn ein Like-Like? Leute, was ist denn ein Like-Like? Cool. Der kann uns Tipps geben. Interessant. Like-Like. Interessant. Gut, das war das eine. Ba, 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 ba. Voll die Fahrstuhlmusik. Okay, hier... fehlt uns nur noch der Teleportstein, theoretisch. Der kostet aber auch, glaube ich, 50 Rubine. Ba, ba, ba. Und die Bomben fehlen. Die Bomben haben wir auch. Es gibt aber noch viele Items, tatsächlich. Bin mal gespannt, was da noch so kommt. Gut. Und wir sollen ja... Wir haben ja im letzten Part noch mit dem komischen Typen gesprochen, der uns den Auftrag gegeben hat mit den Katakomben und den Geisterseelen. Und in der Absil Arena sollen wir die irgendwie farmen können. 5 Stück sollen wir farmen und dann sollen wir zu ihm zurückkehren. Die Frage ist, was ist denn die Absil Arena? Ist das hier die Absil Arena? I'm gaming around here. My name is Brain. You manage the trials of the Wengefools. See... These are bosses you defeat earlier. Was ist ein Vengefools? Rachesüchtig, okay. Das ist die Prüfung der Rachesüchtigen. Also, da sind quasi die Bosse, die ich schon mal besiegt habe. Waiting for take where revenge on you. Okay, also die sind alle hier und die wollen halt Rache gegen mich, ne? Die ganzen Bosse. If you beat all the die Gegner in one run, you get something that will allow you to meet Shiba. Okay. Wenn wir alle Bosse besiegen, also das müssen wir scheinbar auch noch schaffen, irgendwann, dann kriegen wir irgendwas, womit wir Shiba treffen können. Okay, wir müssen alle hintereinander besiegen, weil die kommen immer wieder. Nachdem du 2 Kämpfe gewonnen hast, kriegst du einen kleinen Reset. But unless you take potions, you won't be able to recover. Okay, wir brauchen Potions. Und du brauchst bestimmte Waffen, damit du gegen sie gewinnen kannst. How else would you defeat them? For your first 2 fights, you need a bow. I see you equipped, I'm going to open the door. Für die ersten 2 Kämpfe bräuchten wir den Bogen. Okay. Wollen wir da mal reingehen? Aber theoretisch muss ich ja alle besiegen, also... Ich fühle mich jetzt noch nicht so gewappnet, dass ich gegen alle Bosse kämpfen kann. Und ich glaube, hier müssen wir irgendwann mal hingehen, um Shiva zu treffen. Ah ne, hier, Quatsch. Das war ja gar nicht hier. Die Absil Arena, da wollten wir hin. Wo ist denn die Absil Arena? Ist das der Typ hier daneben, neben uns? Er hier? Ah. Also hinter mir ist die Absil Arena ein Platz, wo Monster kommen und... You troves, wave after wave, until you can't take it anymore. Okay, also die kommen auf uns zu, bis wir nicht mehr können. Eine Welle nach der anderen, bis wir sterben. Es gibt nur einen Weg, rauszukommen. Ja, also entweder muss ich ein bestimmtes Limit erreichen, oder ich muss halt so lang kämpfen, zwischen den Kämpfen, wenn die Feuermauer fällt. Wahrscheinlich Feuerwände, und dann kann ich irgendwie kurz fliehen. Keine Ahnung. Ja, verlassen und verlieren bedeutet, dass du halt beim nächsten Mal von vorne beginnen musst. Okay, Bomben und Pfeile brauchen wir. Oder wir werden irgendwo stecken bleiben.
Das ist eine sehr krasse Challenge. Only fools who have proven where might may enter. Okay, wir haben den Crimstarger besiegt. Und ich bin ein kompetenter Warrior, also Krieger. Deswegen bist du akzeptiert für die Challenge. Alles klar, wir können rein, Leute. Okay. Ja dann, würde sagen, als erstes müssen wir auf jeden Fall das Rad des Schicksals drehen. So viel ist klar. Und damit bestimmen wir mal den Schwierigkeitsgrad für die erste Runde. Okay, es bleibt beim Mittel. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Okay, rein da. Ich bin gespannt. Absel Arena. Alter, da oben. Seht ihr das? Okay, was passiert? Hi! Ich darf das Schwert nicht benutzen. Ich darf immer noch kein Schwert benutzen. Oh, das ist eine... You got a piece of soul. Looks like some lost it. Okay, sorry. Ich darf immer noch kein Schwert benutzen. Wave 2. Okay, steht immer schön da. Ja. Hä? Okay, bis jetzt relativ... Oh, ja! Wie gemein. Die ganze Zeit immer nur ein Gegner. Und jetzt auf jeden Fall einmal zwei. So ohne Vorwarnung. Naja gut, aber bis jetzt geht's. Das Blöde ist, wir werden auf jeden Fall sterben. Da bin ich mir relativ sicher. Und ich habe jetzt auch keine krasse Ausrüstung, muss man dazu sagen. Oh gut. Seht ihr den da oben? Der sieht böse aus. Der sieht richtig böse aus, ob der vielleicht der Boss ist. Oder einer der Bosse. Was ist er denn? Er sieht aus wie so ein... Wie ein, Dingens, wie heißt er? Horror-Kid. Verschnitt. Okay, cool. Das ist Wave 4 gewesen. Ob's jetzt? Sehr easy, muss man sagen. Und wir haben jetzt auch 5 von den Seelen, hätte ich gesagt. Okay. Wave 6 war jetzt wieder so easy? Warum? Ah, die Musik ist gut. Das ist A Link to the Past, ne? Habe ich jetzt erst gehört. Ah. Sehr schön. Und ein Geist. Kann ich den mit dem Hammer besiegen, mit dem Geist? Ich hoffe es mal. Jo, das geht klar. So, das ist der erste richtige Geist hier. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Geisterseelen ich farmen kann. Hilfe. Also wir haben bis jetzt auch nur einen Treffer einstecken müssen. Das ist eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich kann die auch auf der Karte sehen, die Gegner. Okay. Ah, okay, okay. Jetzt könnte ich fliehen, theoretisch. Aber bis jetzt war ja easy. Also ganz ehrlich, bleib noch auf jeden Fall. Wave 10. Oh Gott, nein. Also wir hatten auf jeden Fall schon schwierigere Kämpfe. Würde ich jetzt behaupten. Und die Strafe ist aktuell auch noch okay. Solange ich mit dem Hammer klarkomme. Schwert wäre klar besser. Aber ich glaube, Wave 20 schaffen wir, oder? Zack. Zack. Bis jetzt easy. Bis jetzt ist easy. Oh.
hasse Feuer. Fledermäuse. Ich hasse allgemein Fledermäuse. Fledermäuse sind immer so super nervig in dem Game hier. Wie viele Waves gibt es? Weiß das einer von euch? Raubschleim. Ich glaube, da kannst du richtig Pech haben und dann einfach so reinspawnen in den. Ich mach keinen Schaden. Shit. Your Schild ist gone. Das ist schlecht. Kann der sich eigentlich verpissen? Schaden mache ich ja nicht, ne? Nee. Oh, ein Schuss, ja. Ein Schuss mit dem Pfeil reicht. Oh, ich hab kein... Oh, der gibt kein Schild wieder. Wie gemein ist das denn? Boah. Ist das mies. Okay, warte. Ich rüste mal schnell meinen... Dekonus ist eigentlich auch geil. Ich rüste mal den Bumerang wieder aus. Okay, warte mal. Ein Pfeil killt den. Das ist geil. Aber das ist normalerweise nicht so, oder? Ich glaube, normalerweise hält er mehr aus. Okay, Wave 15 ist das jetzt, glaube ich. Das sind doch alles Geisterseelen, die wir jetzt hier einsammeln, oder? Jetzt hält sich alles in Grenzen, würde ich sagen. Ba. Aber gefällt mir, macht Spaß. Auch wenn die ersten Wellen halt echt easy sind. Aber wir kriegen auch ein bisschen Kohle. Oh, Seifenblasen? Kann ich die auch mit dem Hammer kaputt machen? Nee. Also nicht so mit Schockwellen, meine ich. Hallo. Ah, okay. Jetzt brauche ich Bomben. Anders kriegt man die nicht kaputt, oder? Ich will mal kurz ausprobieren. Ne. Anders geht das, glaube ich, nicht. Okay. Ich habe nicht so viele Bomben, deswegen ich sollte da nicht zu gierig werden. Und rechtzeitig aufhören. So, easy Runde, Wave 18. Oh, der Typ. Ganz ehrlich, das war jetzt auch easy. Okay, wir kriegen langsam ein bisschen Geld. Okay, das war Pech. Nein! Okay. Hä? Hallo? Ah, okay. Geht das mit dem Hammer auch? Dass ich mich... Ja klar, das ist aus Metall. Theoretisch tut er auch weh. So, zack. Ja, Leute, soll ich noch eine Runde machen oder soll ich erstmal abhauen? Weil ich glaube, jetzt nach der Runde geht's Feuer aus, ne? Ich glaube, ich lasse es erstmal, weil ich bin halt einfach nicht vorbereitet, was das angeht. Oder wollen wir noch? Komm, eins machen wir noch. Bis 30. Bis 30 machen wir noch. Aber dann hören wir auf. Wave 20, okay. Ich hoffe, es war kein Fehler. Oh, hallo. Problem ist halt, ich darf kein Schwert benutzen. Das ärgert mich ein bisschen. Und mein Schild ist weg. Das ist halt auch ein bisschen ärgerlich. Das heißt, sollte ich irgendwo... ja. Muss die Seifen blasen? Da. So ein Skullritter zum Beispiel... Stalfos? Wäre nicht lustig. Das war gut.
So. Hi, Kumpel. Ach, Geister sind so nervig, ne? Dass sie sich immer unsichtbar machen müssen. Mega anstrengend. So. 5 Rubine. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Okay. 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 Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gute Runde. Wave 23. Alter, die kommen jetzt aber auch oft. Das sind schon nervige Gesellen, sag ich mal. Weicht doch nicht immer aus. Oh nein. Oh nein. Okay, Raubschleim. Der weg. Was? Mach doch nicht den mit mir. Ich hab nicht so viele Pfeile. Oh Gott. Das war schlecht. Noch 2 Pfeile. Oh Gott, nein, die Ananas. Ah, ich glaube, das könnte mein Tod sein. Ich glaube, das könnte mein Tod sein. Oh ja, sehr schön. Oh. Was ist denn mit dir? Okay, warte, ich mache erstmal kurz den hier weg. Ein Pfeil habe ich noch. Ja, jetzt müsste ich abhauen. Es war schlecht von mir. Ich hab einfach nicht das richtige Ausmaß dafür. Okay. Oh, was? Konzentration, Junge. Geht's da nicht mal kurz? Und hau den weg. Okay, jetzt bist du dran. Nee, du? Nee, du? Boah, Frame-Anbrüche. Ey, Kumpel. Lass dich treffen. Das wird mega knapp, wenn ich es schaffen sollte. War eine schlechte Entscheidung von mir. So, 26, noch 4. Okay. Die ist auf jeden Fall in Ordnung, die Wave. Okay. Gut. Nummer 27. Oh shit, ein Zombie. Boah, kann ich einen Zombie mit dem Hammer besiegen? Ich weiß es gar nicht. Ah, das ist jetzt halt auch wieder richtig dumm, ne? Jetzt so einen Testrun mit einem Zombie zu machen. Nein! Okay, ich glaube, ich mache den Zombie erst. Oh Mann, was mache ich denn mit dem? Den kann ich auch nicht stunnen oder so, ne? Gar keinen Bock auf den. Bitte, bitte, bitte. Oh, Gott sei Dank. Der lässt sich auch mit dem Hammer besiegen. Ich war mir überhaupt nicht mehr sicher. So, was ist mit dir jetzt hier? Gott sei Dank, ey. Noch 2 Waves. Glaube ich. Ja. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Boah, war das knapp. Boah, war das knapp, Alter. Das wäre jetzt der Tod gewesen, ey. Aber das ist ja auch mega mies, wenn der so hinter dir spawnt, oder? Das ist ja mal sowas von krank mies.
Und tschüss, mein Freund. Nein, mach keinen Scheiß mit mir. Mach keinen Scheiß mit mir. Oh, sorry, ich hab Schwert benutzt. Aber das war nicht mit Absicht. Jetzt hab ich dich. Nein! Ich hab einfach nur B gespammt. Das war nicht mit Absicht. Ich wollte das Schwert nicht benutzen. Nee, scheiße. Jetzt sterbe ich echt an dem, weil der so rumbuggelt. Komm schon. Oh. Alter, ich muss noch eine Runde überleben. Darf jetzt keinen Treffer einstecken. Natürlich ist wieder schon... mehrere Zombies. Ja, und ein Stalforce, genau. Das kannst du vergessen. Das überlebe ich jetzt nicht. Das kannst du voll vergessen. Oh, ich hab'n. Ah, geh weg. Geh weg, du olles Schneidebrett. Schneidebrett. Ja. Ich hab's echt geschafft. Schnell weg hier. LOL. Alter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, war das gut? Das war ja mega gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Wahnsinn. Junge, mein Herz. Es pocht. Es pocht einfach nur. Das war aber auch echt lucky jetzt. Okay. Jetzt haben wir doch Geisterseelen, oder? Jetzt haben wir doch ganz viele Geisterseelen befreit. Kann ich das irgendwo sehen? Ich würde das gerne nochmal abchecken. 29 Geisterseelen haben wir jetzt. Piece of Soul, ja. Und der wollte 5 nur haben. 29 haben wir. Mal gucken, was wir jetzt Schönes bekommen können. Das würde ich nochmal kurz auschecken, Leute. Für das Ende des Parts. Und 150 Rubine haben wir auch noch oben drauf. Klingt gut, finde ich. Und ich darf immer noch kein Schwert benutzen. Ich muss mir ein neues Schild kaufen. Ich könnte mir das Schild kaufen, was schwierig ist zu verlieren. Ne, da gibt es ja so ein Schild, da steht Difficult to Lose. Maybe ist das eine gute Idee. So, ich habe 29. Hi. Oh, wonderful. You got the Piece of Souls. With this, I able to further my studies. Okay, ich werde meine Studien fortsetzen. Ja, ja. I see. Ich verstehe. I can be sure this will require more research. From what I can claim, however, that the souls are offering you some sort of reward for assisting them. Curious. Ja, also die bieten mir auf jeden Fall eine Belohnung an, dass ich ihnen helfe. Das ist das Einzige, was ich jetzt erstmal sagen kann. Come back when you have 15 pieces. Hab ich. Okay, thank you for bringing me more souls. Also danke fürs Bringen von mehr Seelen. Jetzt kriegen wir wieder irgendwelche Infos, ich verstehe. Also das eben war, erstaunlicherweise besitzen die Seelen Emotionen. Obwohl sie nicht mehr in ihrer körperlichen Form sind, haben sie die Fähigkeit zu fühlen, wie eindringlich. Ja, sie scheinen Reue aus ihrem vergangenen Leben in sich zu tragen. Ob sie vielleicht noch irgendwas haben, irgendwelche Gedanken, die sie nicht erfüllen konnten. Also irgendein Problem vielleicht. Ja, wir brauchen mehr Seelen, um ihnen zu helfen und ihre Menschlichkeit zurückzubringen. Also die irgendwie zu befreien. Und jetzt brauchen wir als nächstes 35 Seelen. Okay, aber Belohnungen kriegen wir dafür erstmal nicht, oder wie? Aktuell sieht es mir danach nicht aus. Also wir haben ordentlich was reingeballert. Und wir können das, glaube ich, hier nachlesen, ne? Okay, 3 Chapter haben wir da bis jetzt. Okay. Okay, also hier können wir immer schon alles nachlesen, falls uns das interessiert. Cool, dann haben wir da auf jeden Fall das erste Mal reingeschnuppert. Aktuell bin ich jetzt aber, glaube ich, zu schwach dafür. Mich würde fast nochmal interessieren, ob die Seelen in den Katakomben jetzt was Neues zu sagen hätten. Wollen wir da nochmal kurz hingehen? Ich weiß, wir haben schon Fettüberlänge, aber hey, komm, wir gehen nochmal kurz vorbei. Oder wir machen es in der nächsten... Ja, komm, wir machen es in der nächsten Folge. Ich will ja jetzt nicht so krass Überlänge produzieren. Wir machen es in der nächsten Folge. Da gehen wir dann nochmal in die Katakomben. Gucken nochmal, ob die was Neues zu sagen haben. Die Seelen, die da rumhingen. Und ansonsten... Oh, guck mal, hier der...
hat noch was Neues. Extra, extra. Looks like someone named Gail just arrived. He was wearing a white shirt. You should be able to find him somewhere here in the main hall. Okay, Gail ist da in einem weißen Shirt und der sollte irgendwo hier sein. He says he come from Castletown, according to him. The view of the castle at sunrise was truly a sight to behold. Der Sunrise? Sonnenuntergang? Sonnenaufgang? Keine Ahnung, der war auf jeden Fall super. Irgendwo hier? Ach, hier. Hi, Gail. Okay. Neue Person ist auch da. Gut, Leute, im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.